Porsche zeigt auf der Genfer Automesse in diesem Jahr die Premiere des neuen 911er Cabrios. Der 911 Cabrio gehört zur Tradition. Wir haben damals schon vor 70 Jahren hier in Genf gestanden. Das erste Mal, wo Porsche eigentlich auf einer Messe war, das war mit dem 356er Coupé und Cabrio. Und Cabrio, wir verkaufen ein Drittel der 911er mit Cabrios. Das ist 911 fahren pur und das mit frischer Luft, also sehr wichtig. Und deswegen haben wir auch jetzt Genf aufgesucht, um hier, nachdem wir ja den neuen 911er in Los Angeles gezeigt haben, auch hier in Genf dann jetzt die Cabrio-Version zu zeigen. Antrieb und Fahrwerk teilt sich das Cabrio mit dem Coupé. Mit dem 3-Liter Sechszylinder Turbo und 450 PS schafft es der 911er in unter 4 Sekunden von 0 auf 100. Schluss ist erst jenseits der 300 km/h. Wir machen alles neu und versuchen das irgendwie trotzdem mit dem gleichen Konzept zu machen. Wir haben jetzt hier einige neue Features gebracht. Wir haben ein neues Verdeck aus Magnesium, öffnet schneller. Wir haben den Sportchassis, also Sportfahrwerk reingebracht. Also noch mehr Fahrspaß auf dem 911er und das jetzt mit frischer Luft. Dafür sorgt das Porsche Active Suspension Management Sportfahrwerk mit härteren, kürzeren Federn und steiferen Querstabilisatoren. Das Verdeck mit Glasscheibe öffnet und schließt elektrisch in unter 12 Sekunden. Das Ganze funktioniert auch während der Fahrt bis zu 50 km/h.